Die Vorbereitungen für die kommende Saison laufen beim Basketball-Zweitligisten Medipolis SC Jena auf Hochtouren. Am 30. September steht das Saisonauftaktspiel in Paderborn gegen die Uni Baskets an. Heute wurden die neuen Heim- und Auswärtstrikots des Teams vorgestellt. Sie kommen von der italienischen Marke Macron. Der alte Vertrag ist ausgelaufen. Wir haben dann das ausgeschrieben insgesamt und haben gemeinsam auch über das Dach L5 den Partner vom FCC angefragt und da einen guten Vertrag schließen können und haben jetzt beide Clubs den gleichen Ausrüstung. Vuk Radojcic und Brandon Thomas waren die ersten, die ihre neuen Trikots anziehen und präsentieren durften. Die Heimtrikots der Basketballer sind schlicht in weiß. Die Trikots, die auf fremdem Parkett getragen werden, in dunkelblau gehalten. Auf der Rückseite ist weiterhin das E-Rezept-Regio-Zeichen von Vereinsnamensgeber Medipolis zu sehen. Die Brust der Jena Zweitliga-Basketballer wird auch in der neuen Saison das Logo der Stadtwerke Jena zieren. Die Stadtwerke wollen trotz einer schwierigen wirtschaftlichen Situation und der Kritik von Kunden den langjährigen Partner weiterhin unterstützen. Wir bleiben dabei, auch wenn es mal Krisen gibt. Das ist ein ganz wichtiges Zeichen, was wir aussenden wollen. Weil die würden auch Riesenprobleme bekommen, wenn sich plötzlich die langjährigen Sponsoren plötzlich zurückziehen würden. Das ist eine Seite und es erhält natürlich eine Lebensqualität hier in Jena. Und da sehen wir einen ganz, ganz wichtigen Beitrag von uns. Momentan können wir zwar keine Neukunden aufnehmen und ja, die Preisentwicklung ist auch dramatisch, aber die Summe, die wir hier in die Vereine geben als Sponsoring, die sind nicht so groß, dass damit wirklich spürbar auch Kunden entlastet werden würden. Das muss man auch dazu sagen. Über die genaue Sponsoring-Summe gab es heute keine Auskunft. Mit den neuen Heim- und Auswärtstrikots steht dem Start in die kommende Basketballsaison nichts mehr im Weg.